wünschen Ihnen auch nochmal einen schönen guten Abend. Freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und vielen Dank für die Einladung. Ja, ich möchte mit kurz einmal beginnen, so das ist jetzt etwas Hightech, weil ich auf 2 Minuten gleichzeitig arbeiten muss. Kurz zu unserer Institution, der AE Niederösterreich-Wien. Ich habe nämlich kurz Ihnen nochmal zusammengefasst, weil das vielleicht für Sie speziell nochmal interessant ist, unser Angebot für Gemeinden. Habe Ihnen das ausgedruckt und hinten aufgelegt. Genauso eine kleine Empfehlung, einen Leitfaden für Kleinwindkraftanlagen. Finden Sie auch alles noch einmal auf unserer Homepage. Jetzt nur eine Sache vielleicht noch, die man bei dieser Gelegenheit gleich ansprechen kann, wenn das für Ihre Gemeinde oder weil das für Ihre Gemeinde interessant sein kann. Wir haben derzeit ein Klimaaktivprogramm laufen, das nennt sich Klimaaktiv Erneuerbare Wärme, und es sind noch einige Veranstaltungen frei. Sprich, wir haben da eine Veranstaltungsorganisation, wo wir über das optimale Heizungssystem und die idealen Dämmmaßnahmen referieren. Das ist alles ausfinanziert. Wenn eine Gemeinde da Interesse hat, bitte bei uns zu melden. Wie gesagt, einige Veranstaltungen sind da noch möglich, aus diesem Programm finanziert zu werden. So, aber jetzt der Einstieg in das Thema an sich, in die Kleinwindkraft. Hier eine kurze Agenda, worüber ich heute sprechen werde. Das ist einmal kurz die Definition. Was versteht man da überhaupt darunter unter Kleinwindkraft? Das ist doch etwas ungreifbar vielleicht für den einen oder anderen. Dann, wie ist die Technologie? Wie schaut dies aus? Wie ist das aufgebaut? Was ist wichtig zu sagen zur Standortwahl? Dann, ist Kleinwind das Richtige für den jeweiligen Anwender? Oder ist es unter Umständen besser, etwas anderes zu verwenden? Für rechtliche das Thema Rechtliches werde ich heute auch ausklammern. Da haben wir heute einen Experten hier, der kann das sicher besser erklären als ich. Dann ein ganz interessanter Punkt ist natürlich die Wirtschaftlichkeit. Rechnet sich das? Dann einen kurzen Überblick über die Anlagenhersteller. Und weiters werde ich Ihnen Praxisbeispiele aufzeigen und kurz skizzieren, wie das im verbauten Gebiet aussieht. Das Thema Kleinwindkraft. Ja, beginnen wir mit der Definition. Streng genommen gibt es keine Definition. Es gibt bundeslandspezifische Grenzen, bis zu denen es einfach ist, die Genehmigung zu bekommen für Kleinwindkraftanlagen. Aber ich werde mich so in der Größenordnung beschränken, Kleinwindkraftanlagen für den Eigenverbrauch. Und da kommt man zu einer Grenze, die um die 10 kW liegt. Das heißt, Anlagen unter 10 kW sind Kleinwindkraftanlagen, wie ich sie heute behandeln werde. Jetzt gleich zur Technologie. Es gibt verschiedene Typen von Kleinwindkraftanlagen. Links zu sehen eine horizontale Anlage, wahrscheinlich oder diese Anlage ist am verbreitetsten. Ich sage mal 90% der Anlagen haben diese Bauart, ist auch bekannt aus der Großwindkraft. Rechts eine andere Technologie, Vertikalrotoren, einmal der Hadareus und ein Savonius-Rotor. Also Savonius-Rotor habe ich in Österreich jetzt noch keinen gesehen. Das ist ein Hersteller aus Italien. Aber dafür der Reus-Rotoren gibt es durchaus Hersteller. Allerdings sehr wenige. Ja, wie funktioniert das ganze System der Kleinwindkraft? Natürlich muss die Energie einmal erzeugt werden. Das erfolgt in der Turbine. Es wird dann eine Gleichspannung erzeugt, die dann umgeformt wird und netzkonform wechselgerichtet wird und anschließend ins Netz eingespeist. Das System ist nahezu ähnlich oder nahezu gleich wie bei Photovoltaik. Die Wechselrichter sind in den meisten Fällen sogar von der Hardware die gleichen wie bei der Photovoltaik, nur die Software ist etwas anders, weil die angepasst werden muss an das andere Lastverhalten. Und hier habe ich noch zwei, so kann man da zeigen, wie? Ja, in der Mitte der Knopf. Das ist der rote Knopf, ah ja, genau. Also hier mal das System, wie die Einspeisung erfolgt. Und dann gibt es noch zwei Bereiche, wo Energieflüsse in etwas andere Richtungen gehen können. Das ist einmal die erzeugte Energie, da kann nicht die gesamte gleich eingespeist werden, sondern die Einspeisung erfolgt erst bei einer gewissen Spannung. Wenn die Spannung unter der verwertbaren Spannung für den Wechselrichter liegt,
kann man diese Energie nutzen, um zum Beispiel Pufferspeicher zu heizen. Das heißt, wenn der Wind nur wenig weht, ist es möglich, auch diese Energie zu nutzen. Das ist eine sehr intelligente Lösung, wie ich finde, haben aber nicht alle Hersteller diese Möglichkeit. Weiters ist es schon aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sehr interessant, den Strom selbst zu verbrauchen, bevor ich ihn ins Netz einspeise, aber dazu komme ich später. Gut, wichtig ist natürlich die Nachführung bei den horizontalen Anlagen. Das heißt, wie drehe ich die Anlage in den Wind? Die muss ja immer möglichst gut im Wind positioniert sein, um den Wind gut ausnutzen zu können. Das ist einmal links zu sehen, ganz die einfache Lösung. Das war die verkehrte Taste. Ich komme da jetzt zurück. Ja. Der Windfahne. Sprich, ja, das ist eine Lösung wie relativ einfach. Der Wind streicht an der Fahne vorbei und stellt die Anlage in den Wind. Eine zweite Möglichkeit gibt es den Leeläufer. Das heißt, der Wind kommt in diesem Fall von dieser Richtung und die Anlage oder die Flügel stehen quasi hinter dem Wind und somit steht die Anlage automatisch auch von selbst immer im Wind. Und eine dritte Möglichkeit wäre die Nachführung per Stellmotor und Getriebe, basierend auf einer Windmessung, die dann oben auf der Gondel erfolgt. Also eigentlich genauso, wie es bei den Großwindkraftanlagen der Fall ist. Ja, ein essentieller Bestandteil ist die Sturmsicherung. Das hat sich in, aus Tests, aber aus Begebenheiten gezeigt, dass das eine sehr wichtige Technologie ist. Nämlich die Anlage muss zuverlässig und möglichst schnell aus dem Wind genommen werden können, sonst hat man eine Anlage gehabt, um es so zu formulieren. Da gibt es auch verschiedene Technologien. Eine ist der Generatorkurzschluss. Durch den Kurzschluss des Generators wird eben ein höherer Widerstand erzeugt und dadurch die Anlage abgebremst. Dann eine Stall-Regelung. Das heißt, ab einer gewissen Geschwindigkeit reißt die Strömung am Flügel ab und es wird weniger Energie eben übertragen auf die Anlage. Eine Helikopterregelung, das bedeutet, die Anlage klappt nach oben, wenn eine gewisse Geschwindigkeit erreicht wird und nimmt sich somit aus dem Wind. Weiters ist eine Rotorblattverstellung eine Option, die wird auch bei den Großwindkraftanlagen praktiziert. Das heißt, das Rotorblatt ist drehbar und ich kann durch die Drehung des Profils den Widerstand wegnehmen und somit ist die Anlage aus dem Wind genommen. Eine weitere Möglichkeit ist, die Anlage aus dem Wind zu drehen. Diese Option dauert natürlich etwas, weshalb im Normalfall auch mehrere Bremssysteme oder mindestens zwei aus der Erfahrung in einer Anlage vorhanden sein sollten, um sicherzustellen, dass die Anlage wirklich zuverlässig aus dem Wind genommen werden kann und bei Sturm nichts passieren kann. Natürlich die mechanischen Bremssysteme, das mechanische Bremssystem, sprich Scheibenbremse, ist eine weitere Option. Wie schaut es mit der Standortwahl aus? Also derzeit, dazu werde ich später auch kurz kommen, gibt es viele Anlagen an Standorten, die nicht sehr gut geeignet sind. Wichtig ist einmal die Windgeschwindigkeit zu betrachten. Oft hat man das subjektive Empfinden, hier geht immer der Wind, das ist super geeignet für eine Kleinwindkraftanlage, aber was jetzt, nur weil einem kalt ist, heißt das noch lange nicht, dass eine Anlage dort Ertrag bringen wird. Das heißt, essentiell ist, das irgendwie zu bewerten und einmal nachzusehen, ist das überhaupt geeignet, der Standort für eine Windanlage. Das kann durch verschiedene Möglichkeiten gibt es da, um das sicherzustellen. Die beste ist natürlich die Messung vor Ort, ist bei kleinen Windkraftanlagen natürlich aufgrund der relativ geringen Investition auch ein sehr hoher Aufwand, da eine professionelle Messung durchzuführen. Man kann aber auch einmal eine Abschätzung aufgrund der Topografie und Referenzdaten aus der Umgebung machen. Das heißt, habe ich einen Flugplatz, habe ich Wetterdaten aus der Umgebung, dann kann ich das einmal heranziehen, um in etwa abzuschätzen, ist es überhaupt in einer Region, wo es
sinnvoll ist, eine Anlage aufzustellen. Und Turbulenzen sind auch noch ein Faktor, die Anlagen sehr stark beeinflussen. Ich habe unten so eine kleine Skizze. Das heißt, immer wenn Objekte, Bäume, Gebäude in der Umgebung sind, habe ich Turbulenzen im Wind und das wirkt sich sehr ertragsmindernd auf die Erträge eben aus. Jetzt habe ich gesprochen vorhin von der durchschnittlichen Windgeschwindigkeit. Das ist allerdings nur der erste Anhaltspunkt für eine Bewertung. Üblicherweise